Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Stundenastrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Erstmal möchte ich erklären, was ist überhaupt Stundenastrologie oder Augenblickhoroskopen. Das bedeutet, die richtigen Augenblick verspüren im Leben, mit welchen Energie starten wir etwas. So wie Hermann Hesse so schön beschrieben hat, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist die Energie, das ist die Potenzial und das ist so wichtig zum Erkennen, mit welchen Energie, auch mit welchem kosmischen Energie starten wir etwas. Und dann können wir erkennen die Hindernisse oder das, was uns unterstützt, eventuell die Zeitpunkt verschieben, ist auch möglich, das zu berechnen. Oder wenn ihr schon etwas erlebt habt, da untersuchen, wie geht es weiter. Nicht nur die Taten haben diesen Augenblick, sondern auch die Gedanken. Wenn ihr eine Idee habt und ihr weißt, genau in diesem Moment kam dieser Gedanke, das kann man auch untersuchen, astrologisch, ob das wirklich einen Sinn hat, das zu verwirklichen. Stundenastrologie hilft auch, verlorenen Dinge zu finden. Also entweder Fragen zu beantworten oder wenn wir eine Idee haben, das untersuchen, verlorenen Dinge nachfragen, wo finden wir das auch oder bei bestimmten Terminen. Liebe Amarilia, ich grüße dich, das ist dein Video, das ist dein Stundenastrologie. Stundenastrologie müssen wir anders deuten wie ein Geburtshoroskop. Und ich freue mich so, dass diese Frage gestellt wurde. Ich liebe dieses Gebiet. Ja, das ist ein Gebiet, ein sehr faszinierendes Gebiet der Astrologie. Du hast einen bestimmten Termin. An diesem Tag startest du einen Workshop. Und du möchtest wissen, wie läuft das? Dieses Bild zeigt die Horoskop, bildhaft dargestellt. Ich könnte sagen, das ist der Augenblick, wo du das startest. Genau so steht die Sternenhimmel über dir und das ist die kosmische Energiefeld. Und das müssen wir jetzt anders deuten. Die aufsteigende Zeichen ist die Jungfrau. Das bedeutet, in diesem Moment, wo du das startest, steigt die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf. Also hat ein Einfluss auf die Geschehen. Jungfrau bedeutet Ordnung, auch Wissen, bedeutet auch Heilung oder ein heilerisches Gebiet. Also hat mit Heilenergie auch was zu tun oder etwas ordnen. Außerdem, die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erde. Element und das bedeutet Taten, das bedeutet Realität. Du kannst deine Träume verwirklichen. Schau mal, hier erscheint Venus und Merkur und das passt zu diesem Workshop. Kunst, Kreativität, das ist die Venus, Energie und Merkur, das Wissen, Wissen vermitteln. Merkur fühlt sich sehr wohl im Jungfrau, weil Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Jungfrau. Also das ist ein guter Start. Bei diesem Stundenastrologie ist der Fragesteller oder Fragestellerin immer die Aszendent. Und die Person, die das trifft,
Das ist Deszendent und das wäre die Tierkreiszeichen Fischen und das zeigt die Verträge, zeigt aber auch die Teilnehmer, die zu dir kommen. Jetzt müssen wir die Planeten bestimmen. Das heißt, du bist hier, die Teilnehmer sind hier. Die Herrscherplanet bist du. Der Herrscherplanet über die Fischen sind die Teilnehmer. Jetzt suchen wir die beiden Planeten bzw. drei Planeten, weil über die Fischen herrscht zwei, Jupiter und Neptun. Über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur. In diesem Horoskop, in diesem Stundenastrologie bist du, also dein Signifikator ist Merkur. Und Merkur befindet sich hier im ersten Lebensbereich im Jungfrau, im selben Haus, wo er auch herrscht. Und das bedeutet, deine Persönlichkeit, deine Selbstdarstellung, du stehst zu dir selbst. Eine ganz starke Position. Über die Tierkreiszeichen Fischen herrscht Jupiter und wir suchen jetzt im Horoskop Jupiter, die Jupiter-Position. Jupiter befindet sich hier in Skorpion. Das heißt, die Teilnehmer sind Jupiter. Neptun hat einen Einfluss, gehört aber nicht zu dem persönlichen Planeten, was man in Stundenastrologie betonen sollte. Trotzdem schauen wir das auch an. Neptun befindet sich hier in Wassermann im Bereich Arbeit. Also das hat mit Arbeit was zu tun. Aber ich betone die Jupiter-Position. Die dritte Lebensbereich sind die Schulungen und Bildung, Austausch von Wissen. Und das passt genau für diesen Workshop, was du anbietest. Das heißt, die Teilnehmer fühlen sich in deiner Schulung sehr wohl. Die haben das Gefühl, endlich hier angekommen zu sein. Wie kommst du mit den Teilnehmern klar? Wie ist die Verbindung zwischen Merkur, das bist du, und zwischen Jupiter? Sehr gut, weil hier verbindet sich Erdeelement mit Wasserelement und die beiden harmonisieren miteinander. Das kann sogar zu einer Sextil-Verbindung sein. Und ein Sextil ist eine harmonische Verbindung. Also du kommst sehr gut mit dem Teilnehmer klar und sie fühlen sich wohl in deiner Schulung. Neptun hat auch einen Einfluss und symbolisiert auch die Teilnehmer. Das ist hier im sechsten Lebensbereich und das hat mit Arbeit was zu tun. Was du vermittelst, das ist das Wissen und Heilenergie oder Heilung oder heilerische Richtung. Was die Teilnehmer vermitteln oder erwarten, das ist die Skorpion-Energie und die Wassermann-Energie. Wassermann zeigt die Ideen, etwas Außergewöhnliches und auch die Leichtigkeit. Und Skorpione zeigt hier, gerade hier in dieser Schulung, Skorpion hat einen großen Einfluss auf diese Schulung, was du anbietest. Also die Skorpion möchte ich betonen. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement
hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Skorpion zeigt die Erneuerungsprozesse und das in Gefühlsebenen. Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Aber wir kennen beide Seiten. In einem System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Aggression, Wut, Neid und Hass. Diesen Gefühlen blockieren. Neid und Hass ist die tiefste, die Gefühle, und das ist sogar zerstörerisch. Der andere System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Kraft und Mut und Liebe. Diese positiven Gefühle sind schöpferisch und hat eine göttliche Quelle. Wir kennen aber beide Seiten, weil wir kennen auch Angst. Aber wenn wir das verstehen, dass wir Angst, wenn wir Angst zulassen, bewegen wir schon in eine Grauzone, bewegen wir schon im negativen Gefühlen. Damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann jederzeit einmarschieren. Raus aus die Angst, das schützt uns sogar. Und übergehen auf den positiven Gefühlen. Und diese Transformation zeigt die Skorpion. Und energetisch haben wir das sogar in unserem Körper. Und das zeigt die Kundalini-Energie. Die Kundalini-Energie ist Schlangenenergie und davon gibt es zwei. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten und blockiert. Und das ist immer mit negativen Gefühlen behaftet. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, entstehen Blockaden, auch energetisch, und das wirkt auf unserem Körper, das wirkt sogar auf unseren Organen und löst oft Krankheiten aus. Das ist die eine Schlangenenergie. Die zweite Schlange, daran liegt die Weisheit. Diese zweite Schlangenenergie befreit uns. Und die Energie steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und diese befreiende und heilende, auch Schlangenenergie, das ist immer mit positiven Gefühlen aufgeladen. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Mut, Kraft, Liebe. Und diesen Gefühlen befreien uns. Das ist ganz andere Energie. Und das spielt sich in unserem Körper ab. Diese Schlangenenergie haben wir auch außen. Und das zeigt auch den Bereich zwischen Skorpion und Schütze. Im Sternenhimmel befindet sich zwischen den beiden Tierkreiszeichen der Schlangenträger, so heißt dieses Sternbild. Dieses Sternbild befindet sich auch im Ekliptik, aber gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios.
Asklepios, der himmlischen Arzt. Und dazu erzähle ich die Geschichte. Es gab ein Kind, der Sohn von einem König. Und dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, musste dieses Kind heilen. Und kamen zwei Schlangen. Der eine trägte die Gift in sich, der andere die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit was heilt er das Kind? Zum Glück hat er die richtige Entscheidung getroffen und er hat das Kind mit dem Heilkräuter geheilt. Das ist Heilenergie. Auch wieder die Schlangen. Und das sind die Einflüsse von außen. Der eine Schlange trägt die Gift in sich, das sind die Lügen. Der andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich und das ist die Wahrheit. Und da ist ein großer Unterschied. Und wenn wir an eine Lüge glauben und das ist immer Honig süß verpackt, dann fallen wir wie dieses Kind auf diesem Honigtopf. Und das belehrt uns, auch mal vorsichtig zu sein. Und das spielt sich in diesem Bereich ab. Und weil du hast die Skorpion-Energie in diesem Tag, mit dieser Energie startest du diesen Workshop. Und das, was die Teilnehmer auch mitnehmen können, deswegen habe ich das ein bisschen ausführlicher beschrieben. Die Kreativität, Kunst, Kreativität gehört im fünften Lebensbereich. Das ist auch die Energie, was da wirkt. Hier befindet sich Steinbock. Wenn du das als Ziel setzt, dann kannst du das aufbauen. Aber ein Stundenhoroskop wird anderes gedeutet. Ich kann dieser fünfte Lebensbereich, die Bereich die Kreativität, entweder von deiner Persönlichkeit, von Aszendent aus zählen, dann bin ich, und das trifft dich persönlich, dann bin ich im Steinbock-Energie. Und das bedeutet Ausdauer, Geduld und du hast da Erfolg. Nicht aufgeben. Steinbock ist auch Erdeelement und zeigt die Taten, die Realität. Aber das geht nicht schnell voran, sondern Schritt für Schritt, dafür aber stabil und sehr sicher. Wenn ich von dem Seminar oder dieser Schulung betrachte und auch die Teilnehmer, wie sie das erleben, diese kreative Arbeit, dann muss ich von hier, von Skorpio, von dem dritten Haus aus 5 zählen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann komme ich hier zum Tierkreiszeichen Fischen und das symbolisiert auch die Teilnehmer. Sie finden sich selbst wieder. Und dann kommt dazu noch die Fischenenergie und das ist auch sehr kreativ. Immerhin hier herrscht auch Neptun, der Planet der Künstler. Und kommt noch die Wasserelement dazu und das hat einen Einfluss auf die Gefühle. Was du noch spiegeln kannst, die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das symbolisiert das Unbewussten, das symbolisiert die Gefühle. Dieses Stammbild besteht aber aus 2 Fischen. Sie schwimmen im Ozean die Gefühle, aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch
schwimmt in eine Richtung und das ist Angst, Selbstlosigkeit, Selbstmitleid und die Neigung, das zu erzählen, dann alle leiden mit und das blockiert. Das ist keine Verbesserung, sondern die Lösung gibt die zweite Fisch, der vertraut das Element Wasser, vertraut das Fluss des Lebens und hat eine Vorstellung, ein Traum, all das, was er erreichen möchte. Das ist die Vorstellungskraft, Visualisierung. Visualisierung und daran glauben. Und das Vertrauen, das ist die Stärke dieser Richtung der Fischen. Und das, was die Teilnehmer auch in sich haben, das heißt, du wirst begegnen mit Personen, die haben eine Vision, sie sind sehr kreativ, sind voll im Vertrauen, die genießen das auch. Und du wirst auch Teilnehmer haben, die haben Angst. Oder möglich ist sogar, dass eine Alkoholerkrankung im Spiel ist oder Drogenabhängigkeit oder Depression, weil das führt, diese eine Richtung, diese ständige Angst, manchmal führt sogar so weit. Also ich möchte nicht behaupten, aber ich schließe das nicht ganz aus. Der dritte Lebensbereich hier, das ist diese Schulung, dieser Workshop, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Herrscherplanet der Skorpion hat auch einen Einfluss auf den Geschehen. Hier herrscht Mars und Pluto. Jetzt schauen wir an, wo befindet sich Mars in diesem Horoskop und wo befindet sich Pluto. Weil das ist die Ereignis. Mars befindet sich im Löwe im 12. Lebensbereich. Mars ist die Kraft. Hier im Löwe zeigt sich das Selbst, die Selbstbewusstsein, auch die Selbstdarstellung, dieser inneren Kraft auch. Und das im 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen. Mal in die Tiefe schauen, wo bekommen Sie Kraft? Oder was können Sie tun, Ihr Selbst zu leben? Ihren Selbst in Ausdruck zu bringen, das untersuchen. Jungfrau kann das auch untersuchen und hier im 12. Lebensbereich ist das Gebiet, das zum Untersuchen, in die Tiefe schauen und die Zusammenhänge erkennen oder die Ursache an etwas erkennen. Pluto herrscht auch über die Skorpion. Jetzt schauen wir die Pluto-Position an. Pluto befindet sich hier im Schütze und die Schütze zeigt die Richtung. Auch die Begeisterung. Schütze ist Feuerelement, das ist die Begeisterung. Und die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch ist in diesem Zentrum, so ist es spirituell beschrieben, da sind unsere Wünsche. Und hier kommt der Wunsch und die Begeisterung zusammen. Aber muss die Richtung bestimmen. Und Pluto zeigt hier die Orientierung. Das, was die Teilnehmer auch mitbekommen von dir. Und das ist auch eine großartige Unterstützung. Jetzt stelle ich die Frage, kannst damit Geld verdienen? Diesmal bei diesem Stundenastrologie schauen wir nicht die zweite Haus an, sondern die zweite von den dritten ausgesehen. Das heißt, die dritte Haus ist dieser Workshop. Und von hier aus
möchte ich wissen, das Geld, also zähle ich bis zwei. Eins, zwei. Die Schütze zeigt die Finanzen. Und hier befindet sich Saturn, Pluto und die absteigende Mondknoten. All das hat mit Vergangenheit, auch mit Karma was zu tun. Und hier kannst du die Finanzen stabilisieren. Alles ist momentan rückläufig. Das ist ein Hinweis dieser Rückläufigkeit, dass du geduldig sein sollst. Du brauchst Zeit, bis da richtig Geld verdienst. Aber die Richtung stimmt. Die Richtung zeigt die Schütze, auch die Feuerelement, diese Begeisterung. Du bist im richtigen Weg. Natürlich diese Rückläufigkeit und dazu die absteigende Mondknoten, was mit Vergangenheit was zu tun, mit alten karmischen Erinnerungen was zu tun, ist ein Hinweis, dass du in dieser Richtung was schon getan hast in früheren Leben und das weißt du intuitiv. Das ist deine Weisheit. Und hier im vierten Lebensbereich, wo die Schütze befindet, wo ein Hinweis ist auf die Finanzen, ist die Basis, die Fundament. Das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Du schaffst gerade dieses Fundament. Und auf dieses Fundament kannst du bauen. Aber bleib in deiner Richtung, bleib auch bei diesem Begeisterung. Wirst du damit Erfolg haben? Erfolg, Anerkennung wäre hier im höchsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich deine Persönlichkeit betrachte, dann kommt die Zwillingsenergie und dein karmischen Weg, dass deine Seele diesen Weg sucht, das befreit dich auch und gibt dir auch die Leichtigkeit. Und die Zwillingsenergie hat mit Wissen, mit Austausch, mit Kommunikation auch was zu tun. Passt ganz gut zu dieser Tätigkeit. Natürlich kommt auch Kunst und Kreativität noch dazu. Aber bezüglich auf die Richtung, all das, was du aufbaust jetzt gerade, muss ich die Ausgangsposition hier beginnen, im dritten Haus. Und von hier aus muss ich 10 zählen, weil das wäre die 10. Haus von Aszendent aus gesehen. Aber ich schaue jetzt mal diesen Workshop an und ich muss von hier aus 10 zählen. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich komme zu diesem Bereich Löwe und Löwe symbolisiert die Selbstdarstellung und über die Löwe herrscht die Sonne und verspricht Erfolg. Und hier hast du die Bereich, die 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen. Und das ist dein Erfolg. Das, was du vermittelst, das ist geheimnisvoll. Hier erkennen die Teilnehmer die tiefe Zusammenhänge und die Ursache an etwas. Hier bekommen sie Kraft und hilft bei Selbstdarstellung. Es ist Löwe-Energie und die Sonne ist aber auch hier. Und Sonne symbolisiert die Selbstdarstellung, die Selbstbewusstsein und auch Erfolg. Also dieser Bereich, von hier aus die 10., das ist dein Erfolg. Und das war auch die Frage. Jetzt habe ich soweit erklärt, wie das alles verläuft und worauf sollst du achten. Ich möchte aber noch die Planeten einsetzen,
von deinem Geburtshoroskop. In dein Geburtshoroskop befindet sich Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau und diese Jupiter-Energie unterstützt dich bei dieser Arbeit, weil das zeigt dein Auftreten, so wie du wahrgenommen bist, und dieser Jupiter-Einfluss gibt dir auch Glück. Da hast du einen persönlichen Bezug hier zum Jungfrau-Energie. Dein Neptun, also in dein Geburtshoroskop, befindet sich Neptun im Waage. Ich setze dein Neptun hier im Waage. Und das zeigt deine Kreativität. Neptun ist der Planet der Künstler. Fühlt sich in Tierkreiszeichen Waage sehr wohl, weil Waage hat auch mit Kreativität was zu tun. Immerhin über diese Zeichen herrscht Venus. Und Venus ist der Planet Schönheit, Kunst, Kreativität. Und dann kommt die Neptun-Energie dazu. Also das ist deine persönliche Energie und hilft bei dir in Finanzen. Immerhin befindet sich das hier im zweiten Lebensbereich in Finanzen. Venus und Saturn befindet sich in Skorpion, in dein Geburtshoroskop. Das ist deine persönliche Energie, was hier auch wirksam ist. Also ich setze Venus im Skorpion, Saturn im Skorpion und du kannst selbst erkennen, das hat einen Einfluss auf deinen Workshop. Venus ist die Kunst, Kreativität, auch Glück und Saturn hilft, dass da hier eine Struktur entsteht. Saturn befestigt etwas und belehrt auch natürlich. Hier hast du in Skorpion in dein Geburtshoroskop Rahu die aufsteigende Mondknoten. Also wäre das auch hier in Skorpion im dritten Lebensbereich wirksam gerade. Und das ist dein karmischer Weg. Die Richtung, was deine Seele sucht, was deine Seele auch befreit. In dein Geburtshoroskop befindet sich Sonne, Merkur im Schütze. Also deine Sonne ist im Schütze und Merkur ist im Schütze. Also das ist deine persönliche Energie, was hier hilft, die Basis zu schaffen, dieses Fundament, was du gerade gründest. Und dass du Erfolg hast, Sonne ist Erfolg, mit Verträgen und Gesprächen und Schulungen, das ist Merkur-Energie. Und damit hast du auch eine Unterstützung, was die Finanzen betrifft, weil die Schütze ist die zweite aus dem Skorpion ausgesehen. Das ist die Seminar oder diese Schulung und von hier aus die zweiten zeigt, wie hängt das finanziell zusammen. Mars befindet sich in dein Geburtshoroskop in Tierkreiszeichen Fischen. Also deine persönliche Energie wirkt hier, was die Teilnehmer symbolisiert. Das ist der Signifikator für die Teilnehmer. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen sollst, deine Kraft zeigen, oder kann auch bedeuten, dass hier eine männliche Person auf dich zukommt und dieser Mann hat eine Bedeutung auf dein Leben. Ketu, die absteigende Mondknoten, und das symbolisiert die Vergangenheit, all das, was du schon erlebt hast, diesem karmischen Weg, in dein Geburtshoroskop ist das im Stier.
Jetzt übertragen auf dieses Horoskop wäre das hier im 9. Lebensbereich. Da kannst du dich noch später verwirklichen, in die spirituelle Richtung vertiefen oder Auslandskontakte suchen. Dein Mond befindet sich in Zwillingen. Ich setze die Mondenergie hier in Zwillingen und das wirkt auf deinen Erfolg, deine Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein, in die Öffentlichkeit zu sein und Anerkennung bekommen. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Dein Uranus in dein Geburtshoroskop ist im Krebs und ich übertrage jetzt auf dieses Horoskop. Hier hast du deine Energie und das bedeutet Freundschaften oder eine Gruppe gründen, eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Außerdem deine Wünsche und Hoffnungen und Uranus verspricht hier außergewöhnliche Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen und Veränderungen. Pluto befindet sich in dein Geburtshoroskop im Löwe und ich übertrage jetzt auf dieses Horoskop. Hier wirkt die Pluto-Energie. Und das bedeutet, konzentriere auf dem Wesentlichen und bleib dabei, gib das nicht auf. Das ist deine Kraft, deine innere Kraft, deine Überzeugungskraft und du wirst hier viele Dinge erkennen. Das sind die Geheimnisse. Liebe Amarilia, so könnte ich dieses Stundenhoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.